Junge bewegt sich auf dem Arbeitsmarkt ähnlich wie auf Tinder. Zwusch, zwusch, bang, bung. Kann man so, ist ja sogar Jugendwort nominiert gewesen. Was? Kann man so? Kann man so. Grammatikalisch geht es nicht auf. Also kann man so Hochzeit, wo gesagt, zum Beispiel wenn du ein Outfit anhast. Ja. Kann man so Hochzeit. Okay, das fängt schon an. 10 Sekunden mit dem Flavio Stuck und ich bin schon mega genau, alt. Genau, wir sind schon voll. ich kenn's nicht. Aber kann man so über Gen Z oder sie reden? Wir reden heute über Generation Z und wir haben gefunden, man kann nicht über sie reden, sondern man muss mit ihr reden. Flavio Stuck ist bei uns SRF Virus Host, TikTok, R. Guter Typ, schön bist du da. Danke vielmals, cool. Du bist ja willkommen. 1999, 2000, ich weiß gar nicht mehr. 99. Ja. Ist eigentlich nur eine Zahl, aber findest du, es gibt so eine vereinte Sicht oder irgendein Gefühl, irgendein Vibe von einer Generation Z? Ich weiß nicht mal, wo sie aufhört und wo sie aufhört eigentlich. Bis aber 2017. Ist Z noch? Ja. Oha. Das heisst, ich bin gerade anfangs Z eigentlich. Ja. Yeah. Bevor man von davon arbeiten, hast du es zu tun mit Leuten, die 2 Jahre älter sind und 2 Jahre jünger sind. Eigentlich meistens nicht viel grösser. Von dem her habe ich nicht mit der ganzen Generation Z zu tun oder zu tun gehabt. Ich könnte es nicht verallgemeinern. Ich glaube, auch Generation Z ist noch sehr unterschiedlich. Eben, wenn ich jetzt das Gefühl habe, jemand, der 2017 geboren ist, jetzt 5 ist, das ist komplett anders als noch. Es wimmelt ja auch nur so von Stereotypen, oder? Wenn irgendwie so über Generationen redest. Und ich möchte darum schnell Bullshit-Bingo machen mit euch. Sagt mal alles, was euch an Vorurteilen zu der Generation Z einfällt. Sie sind faul, sie wollen nicht mehr arbeiten, aber trotzdem ein Vermögen verdienen. Mhm. Stimmt eigentlich alles, das ist kein Vorurteil. Nein, okay. Ja, natürlich auch immer mit der Digitalisierung sind alle handysüchtig. Ah, können, genau, können stimmt. Sprüche handysüchtig, eher. Richtig. Das glaubt man von den Eltern dann eher. Unzuverlässig? Mhm. Also, ich habe jetzt nicht so Vorurteile gegenüber meiner eigenen Generation eigentlich. Es ist schon, wenn man der Forschung glaubt, so eine Outstanding-Generation, weil es ist die erste, die sich im Generationenbarometer dadurch äußert, dass sie wirklich Zukunftsängste hat, sich zum Teil auch mega einsam fühlt. Also Mental Health-Themen auf der einen Seite. Und irgendwie ein bisschen anders zu ticken fühlt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, jeder hat eine Meinung über die Generation. Mich würde es so stressen, wenn ich in dieser wäre. Aber vielleicht ist das auch etwas, das jede Jugend immer hat. Aber sind denn die Themen Zukunftsangst, so ein bisschen eben, dass man in Sachen Mental-Geschichten ein bisschen aufmerksamer ist oder ein bisschen feinfühliger geworden ist? Ist das nicht ein gesamtgesellschaftliches Thema? Es wird jetzt einfach an der Generation Z aufgehängt. Du weißt es nicht. Ich habe das Gefühl, man bekommt mehr mit. Auch über die Generation Z bekommt man jetzt mehr mit, als man früher bei anderen Generationen mitbekommen hat. Wir bekommen mehr mit, was passiert. Und natürlich dann Zukunftsängst mit was alles auf uns zukommt. Ich nehme schon an, dass es zugenommen hat ein bisschen mit der Angst, wo sind wir in 50 Jahren. Aber ich glaube, man bekommt eben viel mehr mit durch ganze Smartphones. Ich möchte mit euch über Generation Z und Arbeit reden, weil ich habe das Gefühl, auch viele Unternehmen richten sich jetzt extrem auf diese Generation aus. Und ich muss zuerst vielleicht schnell noch aufgreifen, der Rüdiger Maas. Wir haben zusammen eine Sendung gedreht über Generationen für Einstein. Das war mega toll mit dir. Und dort hat es einen Generationenforscher gehabt. Er ist Psychologe und Generationenforscher, Rüdiger Maas, und er hat gesagt, er hat mit 3000 Leuten eine Umfrage gemacht. Und dort hat man vor allem ein Vorurteil gegenüber dieser Generation, das ist handysüchtig und faul. Du fängst schon an, gerne. Bist du faul? Ich glaube, wenn ich mir so anschaue, wie krass die anderen bei mir im Team arbeiten, habe ich schon das Gefühl, dass ich eher ein Fauler bin. Also so, ich kann nicht lange ansitzen und wirklich konzentriert arbeiten. Aber das bin ich schon immer gesehen, auch in der Schule. Ja. Aber ich arbeite zwar viel, aber ich habe das Gefühl, ich arbeite nicht so effizient. Wieso? Also was lenkt ab? Alles. Ja. Also im Büro zum Beispiel, mit Leuten, wenn irgendjemand eine Geschichte erzählt, möchte ich auch mitreden. Ich merke, wenn ich mal in Basel arbeite, in Zürich bei den anderen Leuten vom Team, wenn ich wirklich allein am Arbeiten bin, dann arbeite ich viel besser. Weil das Team ist nicht dort und ich bin einfach dort am Computer, dann arbeite ich gut. Bei diesen Themen frage ich mich immer, ist es einfach ein Thema, weil man angefangen hat, das zum Thema zu machen? Oder hat es angefangen, weil man gemerkt hat, hey, da steigen Zahlen? Ich weiss zum Beispiel, dass mit diesen vielen Optionen, dass das etwas
einen extremen Impact auf uns hat, das bestätigt auch der Rüdiger Maas. Der sagt, es gibt zum Beispiel einen Grund, wieso dass Leute aus der Generation Z, die bleiben so mehr oder weniger im Schnitt ein Jahr bei einer Firma. Das ist mega wenig im Vergleich zu früher. Ich weiß nicht, dein Vater, wie lange hat er bei seiner Firma geschafft? Lang. Der hat jetzt gefühlt etwa 15 Jahre wahrscheinlich. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, oder? Früher warst du vielleicht 20 Jahre oder so bei einer Firma. Mein Vater war 40 Jahre bei der gleichen Firma. Crazy, oder? Oder mehr als 40 Jahre, glaube ich sogar. Und das war früher schon anders gewesen. Ja, und der Rüdiger Maas beschreibt, dass es eben an dieser Fear of Better Option liegt, dem FOBO. Also nicht Fear of Missing Out, sondern dass es immer noch etwas Besseres gibt. Und dann hast du so das Gefühl, okay, es ist eigentlich gut da. Aber vielleicht gibt es ja noch etwas anderes. Und das erklärt dann das Sprunghafte. Oder wie eine britische Generationenforscherin letzte genannt hat, Junge bewegt sich auf dem Arbeitsmarkt ähnlich wie auf Tinder. Zwusch, zwusch, bang, boom. Zu muskulös, zu feucht, zu sportlich, zu dreckig, zu sauber, zu intellektuell. Bist du jetzt auch jemand, der sagt, hey, ja, ich bin jetzt zwar bei SRF und mache da coole Sachen, aber mal schauen, wie lange. Enorm. Also ich merke das jetzt, nach eineinhalb Jahren jetzt in diesem Job, merke ich schon, hey, ich muss etwas Neues kommen. Dann machst du jede Woche wieder das Gleiche, hast jede Woche wieder deine Sendung und es wiederholt sich alles. Und dann bin ich so mit 23 bin ich jetzt eigentlich noch nicht ready, dass jedes Jahr etwas gleich aussieht. Ich möchte dann wie größere Projekte machen, will das Zeugs. Generell, das muss immer krasser werden. Ja. Mega spannend, oder? Dass sich so wie die Karriere völlig anders ausrichtet. Oder? Früher war es noch, wenn du möglichst lange Erfahrungswerte können holen, oder? Das ist doch so die klassische Karriere. Macht dir das eigentlich Angst, dass so wilde Junge kommen und sagen, ja, ich stelle nicht die gleichen Ansprüche und ich bin da? Nein, das macht mir überhaupt keine Angst. Also ich finde es auch völlig okay, wenn die jungen Leute so sind. Oder schwierig finde ich dann einfach, wenn man quasi so in dieser multi-optionalen Welt, in der wir heute sind, das Gefühl hat, man kann alles haben, aber man muss nichts dafür tun. Und jetzt bin ich schon wieder im Vorurteil-Ding drin, aber es gibt sicher die, die das Gefühl haben, sie müssen nichts arbeiten und können dafür dann aber gleich irgendwie 150'000 Stutz im Jahr verdienen. Ja, wieso nicht, wenn es geht? Also ich habe sehr Glück gehabt, was das angeht. Also ich habe das Gefühl, das haben, Leute schon, das haben viele Leute viel, viel härter geschafft als ich. Und haben nicht annähernd so etwas jetzt im Lebenslauf, das ich habe. Ja. Ich glaube, die Jungen können viele Sachen, vielleicht nicht gerade so gut wie jemand, der das 30 Jahre lang gemacht hat, aber können viele verschiedene Sachen machen. Mhm. Genau, weil sie auch so viele verschiedene Sachen ausprobieren. Ja. Was mir auch noch eingefallen ist, bei dem Generationenbarometer vom aktuellen in der Schweiz, dass dort gezeigt hat, dass die Jungen, oder eben die aus der Generation Z, dass die sich extrem wenig wertgeschätzt fühlen am Arbeitsplatz. Ich fühle mich schon wertgeschätzt, aber es wird auch gleichzeitig belächelt. Also es gibt wie beide Sachen. Ja, die Jungen, viele sehen gar nicht, was wir machen, wenn wir nur sagen, auf TikTok Sachen posten. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, kommst du mal bei uns vorbei und zeigst uns, wie das geht. Das ist unterschiedlich. Und ich kann es nicht verallgemeinern, dass es nicht wertgeschätzt wird. Du hast mir auch mal gesagt, dass wenn das keine Mails in deine Sendung kommen, dass du mega nervös wirst. Also Mails kommen sowieso nicht. Aber WhatsApp? Wenn keine Rückmeldung auf deine... Ja. Die Rückmeldung bekommen ist mega wichtig. So das Bewertungssystem. Bestätigung kriegen. Ja. Für alles, was man macht. Mhm. Oder jetzt rede ich auch vor allem von mir. Ich weiß nicht, wie das sonst über die Generation ist. Aber ich glaube, durch das wir natürlich auch alle mit Social Media aufwachsen und ja immer für alles Kommentare und Likes kriegen, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auch in die echte Welt überträgt. Und man möchte dann, hey, wow, ich habe heute 5 Mails beantwortet. Chef, bitte, gib mir... Klopft mir auf die Schulter dafür. Mhm. Also, fehlt dir etwas, wenn du das nicht hast? Die Bestätigung? Kann man schon vorstellen, ja. Wie sieht es eigentlich aus mit so Purpose? Ich habe das Gefühl, alle reden von Purpose. Und ich habe eine Zahl dazu gelesen, die Schweizer Agentur Jim & Jim, die haben 2022 eine Studie veröffentlicht, dass Purpose nur ein Drittel, bei einem Drittel der jungen Leute wirklich etwas Wichtiges ist. Also, dass du einen Sinn und Zweck hast, etwas Sinnhaftiges schaffst. Ich glaube, da kommt es mega darauf an, was für eine Art von Arbeit das ist. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach einen Money-Job machen würde, wo ich kreativ nicht gefordert bin, wo ich einfach ausführe, dann hätte das wahrscheinlich nicht einen grossen Purpose. Aber dann habe ich auch einfach gedacht, hey, das bringt mir meinen Lohn und ich kann von dem leben. Und ich meine, in dem Job, den ich jetzt mache, ist mega auch, habe ich auch den Anspruch, etwas zu verändern am Produkt, wo man machen und
und mich auch selber da drinnen weiterzuentwickeln. Mhm. Wie ist das bei euch? Was für einen Purpose braucht ihr? Oder ist euer Purpose überhaupt wichtig? Schreibt es uns in den Kommentaren. Ich denke aber schon so, du hast Leute mit so Wissen, wo Wissen, ihr macht Wissenssendungen, ihr journalistisch brutal stark und ich spiele einfach den Jockel, oder? Mache einfach lustig, probiere Leute irgendwie zum Lachen zu bringen. Ja, ist schon einmal ein Unterschied. Im Purpose. Ja. Du hast jetzt immer wieder von dieser Bestätigung geredet. Ja, also das ist glaube ich, vor allem auch ein persönliches Ding. Aber wahrscheinlich ja. Mit Social Media auch für viele andere. Eben, das ist jetzt gerade, das wollte ich gerade verknüpfen, oder? Also weißt du, so ein bisschen in der Generation Like aufgewachsen und durch das auch ein ganz anderes Bedürfnis für die Bestätigung. Eben vielleicht auch im Job, oder? Man will schnell etwas erreichen und muss dann aber auch schnell etwas Neues haben, damit man wieder einen Wechsel hat, eine andere Bestätigung. Es wird wahrscheinlich einfach generell. Weil alles so schnell geht, wird es einfach schneller langweilig. Habe ich das Gefühl. Mhm. Kennst du Stress? Stress? Ja. Ja. Schon ein bisschen. Ja. Ach, was stresst dich? Was mich stresst? Mein Kalender. Wenn ich sehe, oh shit, dort muss noch irgendetwas rein oder dort. Oder eine Deadline, die ich weiss, ich kann sie nicht einhalten. Das stresst mich immer sehr. Mhm. Aber dann eigentlich immer, wenn die Deadline durch ist, dann ist sie ja trotzdem gemacht. Was ist mit Achtsamkeit? Weil das ist ja auch so ein Trendthema, das man auch immer wieder mit der Gen Z in Verknüpfung bringt. So nach dem Motto, ja, dann machen sie wieder Sabbatical, weil sie müssen ja schauen, dass Work-Life-Balance und so voll im Lot ist. Ich bekomme auch im Umkreis mit vielen Leuten, die mega auf Achtsamkeit setzen und sagen, hey, das ist auch, da musst du einfach mal chillen, musst auch mal ein bisschen reflektieren und so. Ich bin einfach sehr schlecht in dem. Ich habe dich jetzt auch so eingeschätzt, du bist einfach so ein, es muss immer etwas laufen, es muss immer etwas gehen. Und darum ja, ist das spannend. Aber trotzdem, wenn ich dann auf Stories sehe, wie Leute in den Bergen sind oder in der Natur, dann denke ich mir, oh, ich muss auch. Ich muss das nächste Mal, wenn ich ein Wochenende habe, muss ich auch mal für eine Nacht in den SAC. Das willst du dann eben gleich auch noch machen. Ja, mach's dann aber trotzdem nicht. So. Ja. Liebe Fellow Gen Z Peoples, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr für Vorurteile gegenüber den Millennials habt. Es gibt ja schon das eine oder andere, was mir durch den Kopf geht. Also bei mir jetzt nicht so, aber bei euch vielleicht. Schreibt es in den Kommentaren. Gibt es bei dir einen Plan? Hast du so einen Jahresplan oder 10-Jahresplan? Es gibt doch Menschen, die haben 10-Jahresplan. Ja, bis 30 würde ich schon noch gerne 2 Oscars gewinnen. Das ist eigentlich ein Ziel. Schauspiel? Nein, oder Regie. Einfach einen geilen Film machen. Ich weiss nicht, ob du es ernst meinst oder nicht. Ich habe die Ironie, es ist alles ausgeschaltet bei mir. Ich bin jetzt gerade auch überlegt, meinst du das ernst? Das ist mein Ernst. Würdest du eigentlich eine Sendung wie «Ernst» dann übernehmen? Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ab morgen kannst du das übernehmen, moderieren, würde ich das reizen? Überhaupt nein. Nicht. Nein. Wieso nicht? Ja, es kommt darauf an, wo ich dann stand, wenn es zu dieser Frage würde kommen. Vielleicht gehe ich jetzt ja noch... Vielleicht, wenn du dann einmal gesettelt bist. Ja, genau. Dann jetzt momentan würde ich sagen, eher nicht. Ja, wir sitzen hier Kaffee und Wasser. Ich möchte dir. Okay. Alles klar. Macht Arbeit überhaupt glücklich? Kollegin Mona Fitsch hat das ein bisschen abgecheckt. Könnt ihr hier schauen. Und wenn ihr mögt, was wir machen, lasst uns doch ein Like da.